Verstehe jetzt nicht so ganz. Ja, das ist auch wieder ein weiterer Kritikpunkt. Naja, es gibt kein wirkliches Endgame. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, du spielst es durch. Also das Spiel ist einfach so aufgebaut, du bist hier in deiner Siedlung, sag ich mal, und dann bekommst du neue Missionen. Die werden, glaube ich, hier als Kapitel oder so bezeichnet. Und ja, und dann haust du einfach so lange Gegner um, bis du irgendwann beim Endboss bist, kämpfst gegen Endboss, dann ist die Mission vorbei und in der Zeit sammelst du halt Ressourcen. Und diese Ressourcen kannst du entweder einsetzen, um ja, um zum Beispiel hier, Moment. So, es gibt ja einmal hier den Waffenschmied und das ist in dem Sinne der Rüstungsschmied. Und da, wo ich gerade war, das war in dem Sinne der Verzauberer oder Runen, wie auch immer, irgendwas mit Runen halt. Und das Endgame sieht in dem Sinne so aus, dass man halt durchspielt und du kannst einfach weiterspielen. Es gibt in dem Sinne keinen maximalen Level. Allerdings gibt es kein zufallsgeneriertes Dungeon-System. Und das Einzige, was es gibt diese Trials, diese Prüfungen, die habe ich allerdings noch nicht gespielt. Das ist nichts anderes als, du gehst in den Raum rein und dann kommen in dem Sinne Wellen von Gegnern und es geht darum zu überleben. Und je nachdem, wie gut du halt bist, davon abhängig ist in dem Sinne, dass ja, die Belohnung, die du dann bekommst. Das ist letztlich das gesamte Endgame im Spiel. Es ist ein bisschen dürftig, ehrlich gesagt. Auch da habe ich das Gefühl, dass sie ein bisschen wenig Budget wahrscheinlich zur Verfügung hatten. Aber ja, so sieht's nun mal aus. Aber trotzdem, ich bin jetzt beim ersten Mal durchspielen, das macht schon Bock. Ich spiele auf Normal, wenn man das auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, dann, ja, tut weh. Glaube ich. So, jetzt verstehe ich nur nicht, ich will jetzt diesen Typen hier auf Level 2 aufwerten. Also ich kann jetzt zum Beispiel diese grüne Rune hier nicht einsetzen, weil der zuständige Juwelentyp, sag ich mal, dieser Verzauberer, noch auf Level 1 ist. Also ein bisschen weird. Ja. Es klang, ja, was heißt es klingelig? Ja, es hat kein wirkliches Endgame, das ist schon wirklich ein Kritikpunkt, definitiv. Aber das Spielen an sich macht Spaß. Also gerade wenn du das im Koop spielst, ist das Bock das Spiel, finde ich. Aber man muss halt abwägen, ob man so viel Geld dafür ausgeben will, wenn man eben sowas nicht hat, wie ein eigentliches Endgame, wenn man so möchte. Aber da ich noch am ersten Mal durchspielen bin, macht es definitiv noch Fun, meiner Meinung nach. Ich frag mich jetzt nur, was die meinen mit, dass ich den noch aufwerten muss. Weil der heißt Fracki und das ist Helga. Jetzt guck ich nochmal, ist der eine, wie heißt der? Kann sein, dass ich einer der... Nee. Das verstehe ich mir definitiv nicht. Erstmal den Altar Level 3 nehmen. So. Also sehr, sehr einfach gehalten, das Spiel. Auch das Talentsystem. Kann das ja ganz kurz erklären. Also ist jetzt die Idee, man levelt halt nicht normal, sondern du sammelst in dem Sinne Blut. Und du siehst ja hier diese Blutbar, sag ich mal. Und wenn du hier dieses Cap am Blut erreicht hast, dann kannst du zu diesem Altar hingehen und das spenden und in dem Sinne dann den Altar auf eine... entweder den Altar auf eine höhere Stufe bringen oder in dem Sinne in der Stufe steigen. Mir ist Level 13. Ich könnte jetzt Level 14 werden, wenn ich 50.000 Blut hätte. So, die fehlen mir allerdings halt. So. Wenn man jetzt hier in das Gabensystem geht, das ist in dem Sinne, also ich habe mich jetzt hier für Skati entschieden, das ist nichts anderes als die eigentliche Ausrichtung der Klasse, wenn man so möchte, das ist in dem Sinne Bogenschützen.
Und jetzt habe ich halt hier erstmal die, das sind hier diese großen, die großen Symbole sind hier die eigentlichen Spells zum Benutzen, die sogenannten Gaben. Und alles andere sind in dem eher so passive Talente. Und man sieht hier, steht teilweise 1 oder 2, das heißt hier habe ich diese Fähigkeit eben schon das zweite Mal aufgewertet, einfach weil man ja sieht, ich habe Level 7 erreicht, dann kann ich das machen. Und die kann ich jetzt auch theoretisch auf Level 3 aufwerten. Ja. Allerdings ist es halt sinnvoller, erstmal glaube ich, die wichtigsten Spells hier. Zum Beispiel den könnte ich jetzt nehmen. Und das werde ich auch mal machen, weil das ist mit dem wichtigsten Spell überhaupt. Weil der ist jetzt Level 3. Jetzt könnte ich den noch nehmen. Mache ich nicht, aber ich nehme den, dass ich mehr Movement Speed habe. Und den kann ich erst ab Level 17 nehmen. Ja. Und das hier ist. Beispiel das Power Shot kann ich jetzt nehmen. Dann nehmen wir auch mal. Das ist jetzt meine letzte Fähigkeit. Also man sieht halt, das ist alles. Das Spiel an sich ist sehr, sehr einfach gehalten. Also in allen Aspekten. Also es ist jetzt wirklich. Wenn man das mit anderen MMORPGs, mit anderen Action-RPGs vergleicht, ist es halt wirklich sehr, sehr trist schon fast. Aber ich finde, es reicht aus. Also es ist alles gut verständlich und das Gameplay an sich macht Spaß und mehr will ich eigentlich auch nicht. Wenn du sonst noch irgendwelche Fragen hast, ich glaube, das war jetzt erstmal das Wichtigste, was man so erläutern kann bezüglich Talente und Spells und so weiter. Jetzt kann ich jetzt mal schauen, was nehme ich denn jetzt hier, was halt sinnvoll noch wäre. Ich habe noch einen Punkt, den ich jetzt verteilen kann. Ja, den werde ich definitiv nicht durchskillen. Der ist schon bei 2, da muss ich Level 14 werden. 16. Ja, okay, die sind alle zu hoch. Okay, das nehme ich. Ein Knockback ist immer gut. Okay, so, wir gucken, was ist die 5? Oh, das ist ein Instant. Okay.